Tag. E-Mail-Verschlüsselung mit Thunderbird. Das Ganze unter Windows 8 in einer virtuellen Maschine. Deswegen sieht das hier so ein bisschen anders aus als bei euch, falls ihr Windows 8 habt. Man braucht dazu Thunderbird mit eingerichtetem E-Mail-Account. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, so ein NSA-Account. Dann braucht man ein Plugin für Thunderbird. Falls hier oben bei euch die Menüleiste nicht da sein sollte, Rechtsklick hier in den freien Bereich, Menüleiste anklicken, dann auf Extras, Add-ons gehen und mal gucken, ob hier Enigmail da ist. Zurzeit ist das unter empfohlene Add-ons. Warum wohl? Falls es da nicht sein sollte, hier oben alle Add-ons durchsuchen, Enigmail eintippern und dann findet er das schon. Da draufklicken. Und dann seht ihr hier Verschlüsseln und Authentifizieren von Nachrichten mit OpenPGP. Das ist die eigentliche Verschlüsselungssoftware. Benötigt GNU-PG. Ja, haben wir nicht, ne? Zumindest nicht standardmäßig drauf auf so einem Windows-Rechner. Deswegen Browser öffnen. IX-Quick-Suche, nicht Google, nach GPG for Win. Das ist die Windows-Implementation der ganzen Geschichte. Hier ist die Originalseite, hier ist die deutsche angepasste Version. Man geht also auf gpg4win.de, Download gpg4win, hier runter und gpg4win Lite. Draufklicken, speichern, kurz warten. Dann ausführen. Deutsch ist in Ordnung. Weiter, weiter. So, hier kann man jetzt Claws Mail abwählen. Das brauchen wir nicht. Wer Outlook nicht hat, kann hier auch die Outlook-Erweiterung abwählen. Braucht man auch nicht. GPA ist die Verwaltungssoftware. Und EX ist die Shell-Extension für den Windows Explorer. Kann man alles so lassen, tut nicht weh. Weitermachen, weitermachen, installieren. Fertig, weiter. So, jetzt kommt die nächste Frage. Liste mit Wurzelzertifikaten, bla bla, brauchen wir nicht. Wir machen per Schlüssel. Also Haken hier unten setzen, Wurzelzertifikate festgelegt. Weiter. README-Datei anzeigen. Vielleicht ganz sinnvoll, wenn man das liest. Ich mache es jetzt nicht. Fertigstellen. So, damit ist GPG4Win installiert. Jetzt machen wir den Thunderbird nochmal zu. Damit ihr das mitkriegt, dass GPG4Win installiert ist, starten neu. Gehen wieder in den Add-ons nach Enigmail und klicken auf Hinzufügen. So, dann steht hier oben, Enigmail wird installiert. Wenn Sie Thunderbird neu starten, rechts rüber, jetzt neu starten. Entschuldigung. So, damit haben wir hier oben einen neuen Menüpunkt, OpenPGP. Add-ons Manager kann man zumachen. Man geht auf OpenPGP, OpenPGP Assistent und sagt, jo, ich möchte geholfen bekommen. Alles unterschreiben, ja, ja, passt schon. Wenn man jetzt keinen öffentlichen Schlüssel hat, wovon jetzt mal gerade auszugehen ist, nein, ich möchte in den Empfängerregeln festlegen, jo, weiter, Details anpassen, ja, ja, passt schon. So, jetzt wird es wichtig, hier kommt jetzt die Abfrage nach Schlüssel. Wir erzeugen einen neuen Schlüssel, geben ein Passwort ein, möglichst komplex, aber eben merkbar. Weiter. Jetzt wird der Schlüssel erzeugt. So, Erzeugen des Schlüssels abgeschlossen. Jetzt wird für diesen Schlüssel ein Widerrufszertifikat erzeugt. Das ist dafür da, falls man seinen Schlüssel öffentlich auf Keyservern abgelegt hat, dass man den auch wieder zurückziehen kann. Also wir erzeugen das Zertifikat.
speichern das in einem Ordner unserer Wahl, geben nochmal das eben vergebene Passwort ein. Zertifikat erzeugt, wunderbar, fertig. So, jetzt können wir auch schon loslegen. Verschlüsselung läuft grundsätzlich so, wenn ich jemand eine verschlüsselte Mail schicken möchte, dann brauche ich den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Andersrum natürlich genauso. Falls mir jemand eine verschlüsselte Mail schicken will, braucht er meinen öffentlichen Schlüssel. Dazu gibt es hier diese unter OpenPGP diese Einstellung Schlüssel verwalten. Wir gehen hier auf standardmäßig alle Schlüssel anzeigen, lassen uns das ausklappen, gehen hier Rechtsklick drauf und sagen auf Schlüsselserver hochladen. Das ist die eine Variante. Man kann seinen öffentlichen Schlüssel direkt an die Mail anhängen, das macht hier auch das Plugin. Oder man gibt ihn eben persönlich ab. Das ist die sicherste Methode. Ich mache mal auf Schlüsselserver hochladen, damit der Schlüssel auch für alle zu finden ist. Hier ist eine Auswahl von Schlüsselservern. Nehmen wir einfach den ersten. So, hochgeladen, fertig. Wenn mir jetzt jemand eine Mail schicken will, verschlüsselt, holt er sich erst den Schlüssel, verschlüsselt die Mail und ich entschlüssel die dann mit meinem privaten Schlüssel. So, um jetzt jemand eine Mail zu schicken, verschlüsselt, suche ich mal nach einer mir bekannten E-Mail-Adresse. Wieder so eine NSA-Adresse. Das ist schlecht. Da ist er. Schlüssel gefunden, auswählen zum Importieren, Haken davor, auf OK drücken, dann wird der Schlüssel importiert. GPG meldet hier alles schön, wir haben den Schlüssel. So, dann können wir das hier zumachen, gehen auf Nachricht verfassen. Und schicken jetzt an die Adresse, von der wir den öffentlichen Schlüssel haben, eine verschlüsselte Mail. Hier unten im E-Mail-Fenster sind jetzt zwei neue Symbole aufgetaucht. Man kann das hier unten umschalten oder hier im OpenPGP. Wenn man auf den Schlüssel klickt, wird verschlüsselt. Das Symbol daneben heißt eben, die Nachricht wird einfach nur unterschrieben. Test 1, 2, 3 und abschicken. Man sieht, wird verschlüsselt, Nachricht gesendet. Da ist sie. Da ist sie. Um die verschlüsselte Nachricht zu lesen, müssen wir jetzt hier wieder unser Passwort eingeben. So. Entschlüsselte Nachricht, alles grün, wunderbar. Hier drüben steht das Symbol mit dem Schloss, heißt eben, es ist verschlüsselt, es ist signiert, das ist der Briefumschlag da. Fertig. Ja, beim Empfänger sieht das dann so aus. Er ist hier oben so ein gelber Strich darüber mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen, also Unterschriften nicht überprüft. Ja, dann müssen wir das wohl irgendwie machen. Hier in Details. Und hier sagt der Empfänger dann Schlüssel importieren. Ja, alles schön. So, dann ist das blau. Unvertraute korrekte Unterschrift. Dazu, um das Ganze grün zu kriegen, gehen wir dann noch hier auf Details Besitzervertrauen des Absenders festlegen, weil ich kenne ihn ja ganz genau. Also ich vertraue ihm absolut. Schwupps ist das Teil grün. Entschlüsselt, grün und alles schön, soweit. Ja, so läuft das, ne? Ist ja jetzt kein Hexenwerk.